Ja, vielen Dank. Ich grüße Sie alle. Vielleicht werde ich ein bisschen müde. Ich bin eh immer nach 22 Uhr nicht mehr zu haben. Ich aufstehe. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt so diese Stunde spreche. Das manchmal lohnt mich, dass ich einfach, der Tag ist schon abgelaufen. Man hat alles getan. Ja, vielen Dank, mein Kollege Kreuzer, für diese Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich möchte auch noch dazu fügen, dass ich auch in Österreich gearbeitet habe, meine erste Karriere, und mein Buch von letzten Jahr zur Hälfte über die Schulbücher in Österreich, Islam und Muslime in Europa. Und ich habe sehr gute Erinnerungen über Linz, weil es war eine Veranstaltung geplant 2008 und leider wurde die Veranstaltung verschoben und dann habe ich die Stelle gewechselt und kam ich nicht dazu. Und heute habe ich die Ehre, hier zu sein. Ich bin sehr glücklich, wieder oder einmal, zum ersten Mal, und wenn man einmal kommt, dann kommt man wieder. So, ich lade mich wieder ein. So, ich wurde gefragt zu zwei Fragen, mehrere Antworten oder etwas zu sagen. Die erste Frage war, braucht die Gesellschaft wieder Religion? Die zweite Frage, welchen Beitrag der Islam zum sozialen Zusammenhalt leisten kann? Beide Fragen, da antworte ich mit Ja. Und es wundert mich, dass wir hier und in unserer Gesellschaft über Wider reden, als ob die Religion irgendwann verschwunden sei. Die Religion ist nicht verschwunden. Es gibt eine Theorie und eine von diesen Soziologen und Forschern, habe ich mit Kippenberg gearbeitet. Kippenberg vertritt auch diese These der Rückkehr der Religion, dass die Religion irgendwann verschwunden sei und die Religion ist wiedergekommen. Es stimmt, dass wir die Religion vom Vordergrund verschwunden ist, aber die Religion war immer da und hat eine Rolle gespielt, und die in unserer Zeit, jetzt in den letzten Jahrzehnten, ist die Religion wieder im Vordergrund gekommen, und das ist ein Phänomen, das Religionen immer in ihrer Geschichte tun. Manchmal sind soziale Verhältnisse und soziale Phänomene stehen im Vordergrund, manchmal die Religion, aber die Religion ist immer da ein Faktor für die Sicherheit. Ich komme nochmal dazu. Die zweite Frage, welchen Beitrag den Islam leisten kann, ich würde sagen, einen großen Beitrag. Der Islam aus zwei Gründen mindestens. Der Islam hat eine Geschichte und eine lange Erfahrung zu beweisen mit dem Begriff Zusammenhalt. Und zweitens, die islamische Theologie, die islamische Doktrin hat auch eine tief verwurzelte Doktrin über Zusammenhalt. Vielleicht haben Sie verstanden jetzt, wozu ich vortragen möchte. Ich vortrage zum Zusammenhalt. Und dieser Begriff ist für mich und für uns in letzten Zeiten von großer Bedeutung geworden. Sie können das Wort, den Begriff Zusammenhalt in allen Zeitungen, Zeitschriften. Ich halte morgen einen Vortrag in Deutschland zum Thema Zusammenhalt, nächste Woche auch zum Zusammenhalt, insbesondere nach der Wahlergebnisse in Deutschland. Ich weiß nicht, auch ein bisschen habe ich auch recherchiert in Österreich. Der Begriff der Stunde ist Zusammenhalt. Und Zusammenhalt im Duden, wenn Sie den Begriff verstehen wollen, da finden Sie über 20 Synonyme für Zusammenhalt. Zusammenhalt ist gegenseitige Hilfe, Zusammenhalt ist Verständigung, Zusammenhalt ist Unterstützung. Und Zusammenhalt ist der Begriff, wo alle, abgesehen von ihren eigenen Eigenschaften, einen gemeinsamen Nenner finden können und ihre eigene Interesse verteidigen, aber ein gemeinsames Interesse, zum Beispiel in unserer Gesellschaft, und ich sage das hier deutlich, Demokratie, Menschenrechte, Gleichberechtigung und diese Werte, die wir in der Gesellschaft haben, das ist unser Zusammenhalt, und durch unser Zusammenhalt können wir diese Werte verteidigen, sowohl die Minderheiten als auch die Mehrheit. Insbesondere Zusammenhalt hat zwei Funktionen. Zusammenhalt ist eine Antwort auf die Krisen, die wir haben, insbesondere
Wir reden oft in letzter Zeit über Radikalisierung, islamische Radikalisierung, andere Radikalisierungsströmungen. Und als Gegenwind und Gegensatz dazu oder dagegen ist unser Zusammenhang. Wenn die Gesellschaft sich spaltet links und rechts und jeder für jeden, alle Minderheiten sich ihre eigenen Interessen vertreten, dann vertritt die Werte der Gesellschaft. Zweitens, Zusammenhalt ist eine Antwort und ein Begriff für eine funktionierende Gesellschaft. Damit meine ich für plurale Gesellschaften, und oft wurde auch falsch verstanden, was Pluralität bedeutet. Pluralität ist nicht die Vielfalt und Pluralismus ist nicht Pluralität. Wir leben oft nebeneinander als Gruppen, religiöse Minderheiten, soziale Minderheiten, Parallelgesellschaften und so weiter. Aber Zusammenleben bedeutet was anderes. Es geht nicht nur darum, dass jede Minderheit ihre eigene Interesse sucht und durch die Rechte und die uns die Gesellschaft gibt, zum Beispiel religiöse Freiheit, ist garantiert für alle im Grundgesetz, europäische Gesellschaften, Meinungsfreiheit und so weiter. Und wenn jede nur diese Pluralität aus dieser Perspektive sieht, dann verliert man den gesamten Sinn der Gesellschaft. Es geht nicht darum, meine eigenen Interessen und eine Moschee für mich zu bauen, sondern auch einen Gebetsraum und auch ein Swimmingpool und eine Schule für die Gesellschaft. Und da geht es darum, dass durch Zusammenhalt kann man die Gemeinsamkeiten stärken, die ich weiterführen, ausführen werde. Also Zusammenhalt ist eine Möglichkeit oder ist die Möglichkeit zum Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft. Zusammenhalt ist eine Antwort auf die Krisen, die Probleme der Gesellschaft, in der wir leben. Und wir haben nicht nur die Probleme der Radikalisierung, wir haben auch die Probleme der Arbeitslosigkeit, Probleme der Umweltverschmutzung, Probleme der Diskriminierung, Probleme der ökonomischen Krisen, Probleme der alles Mögliche, was wir auch, jeder hatte auch seine eigenen Probleme zu Hause und in seinem Kiez und in seinem kleinen Dorf und so weiter. Und das ist, was uns zusammenbringt. Warum Islam und warum die Religion zum Zusammenhalt gerufen wird? Ich unterstütze und ich versuche diese Idee des Zusammenhaltes nicht im Gegensatz andere Theologien zu erklären. Es gibt jetzt in den letzten Zeiten die Theologie der wahren Barmherzigkeit, Theologie des Zusammenlebens, Theologie, so viele Theologien, die in letzter Zeit geschrieben worden und diskutiert wurden. Die Theologie des Zusammenhaltes hat ihre Wurzel in der islamischen Theologie, auch in den anderen Theologien, ist in der Sozialethik zu verorten. Der Islam, wie ich vorhin erwähnt habe, ist eine Doktrin, die über der individuelle Angelegenheit wenig spricht, aber die Gemeinsamkeit stärkt. Der Islam ruft Muslime zum Beispiel 5-mal am Tag zusammen zu beten und ist eine Pflicht, zusammen zur Moschee zu erscheinen, um die gesellschaftliche und die Bande der Familie und der Gesellschaft zu stärken. Der Islam ruft Muslime zusammen, Entscheidungen zu treffen. Die dritte Quelle des islamischen Rechts heißt Ijma. Ijma ist eine Zusammenkunft, Konsens, und dieser Ijma wurde garantiert als alles, was die Gemeinsamkeit der Menschen, die eine Entscheidung treffen, wird richtig, wird auch von Gott akzeptiert. Im Koran wird genauso zum Zusammenhalt gerufen, Sura 3, Al-Imran, Vers 103, und haltet allesamt fest an der Verbindung mit Allah und teilt euch nicht. Dieser Koranvers wird unterschiedlich interpretiert. Das kann man auch sehen, dass man sagt, okay, ist nur für Muslime. Nichtsdestotrotz, moderne Exegesen, muslimische Exegesen, sehen das als eine Botschaft für Muslime, sich mit anderen Gruppen in der Gesellschaft eine Bande und eine
eine Gemeinsamkeit, einen Zusammenhang zu finden, abgesehen von ihrer eigenen Eigenschaft. Ich spreche über Islam und Muslime in diesem Zusammenhang, weil Islam und Muslime in unserer Gesellschaft, in europäischen Gesellschaften, aus zwei Perspektiven gesehen werden. Sie werden entweder als Drohung, und das ist oft muslimische Schüler zum Beispiel. Vorgestern wurde die Ergebnisse der Kultusministerien in Deutschland vorgestellt, und darin steht zum Beispiel, dass das Niveau der Schulen in Deutschland gesunken ist, insbesondere in Baden-Württemberg, wo ich persönlich arbeite. Und als Sündenbock sind immer Migranten, weil in jedem Klassenzimmer mehr als 20% Migranten sitzen. Und da werden und dann sondiert wird, werden Muslime aus dieser Gruppe als diejenigen, die integrationswidrig, diejenigen, die partikularisch denken, die wollen sich nur bereichern vom Gütern und Reichtum der Gesellschaft. Das lenkt Muslime ab von dem Ziel in Gesellschaft, sich zu integrieren. Die Probleme liegen woanders, bei diesen Schülern, die Probleme fallen in den Schulen, liegt bei den Kosten der Kitas. Weil die Kita kosten sehr viel und niemand bringt seine Kinder zur Schule, zur Kita, bevor die Kinder reif sind und schulreif. Und da hat man Probleme mit der Sprache, Probleme mit der Sozialisation, Probleme mit Zusammenleben und so weiter und so. Und das sieht man nicht. Muslime werden als auch, sie werden als Problem, aber sie werden als Bereicherung. Und das möchte ich auch gerne betonen. Muslime haben auch die Möglichkeit, durch die vorher erwähnte Erfahrung im Zusammenhalt, die Religion, und es gibt einige Forschungen, die jetzt veröffentlicht wurden, dass Muslime in lokalen Politik, in ihren Dörfern, mehr hilfsbereit als andere Gruppen. Und eine andere besondere Recherche und Studie hat bewiesen, dass Muslime sich mehr bekennen zum säkularen Staat als andere Gruppen. Diese Ergebnisse sind sehr interessant, weil sie zeigen, dass diese Erfahrungen, die Angst davor, dass Muslime vielleicht ein Problem oder unsere Gesellschaft spalten würden, nicht Halt hat. Die Frage, braucht unsere Gesellschaft die Religion? Und was machen wir mit der Religion, wenn wir jetzt religiös sind als muslimische Gruppe in einer Gesellschaft? Da stellt man die Frage, was machen Muslime? Wie kann man als Muslim in einer säkularen Gesellschaft leben, ohne seine Religion, seine Religiosität zu verlieren? Und das ist die Frage, die Muslime oft stellen. Es bestehen zwei Perspektiven. Einerseits werden Muslime, wie gesagt, vorgeworfen, dass sie integrationswidrig, dass sie mehr eigene Interessen vertreten als gesellschaftliche Interessen. Aus der anderen Seite, und als Muslim darf ich auch das klar sagen, viele Muslime denken auch genauso und nehmen diese Vorwürfe, dass Muslime diskriminiert werden, dass sie, dass niemand will mit ihnen reden im Klassenzimmer, dass sie in die Ecke oder die Rolle des Opfers gerne übernehmen, und das ist auch ein Fehler der Muslime. Stellt man die Frage, was machen wir jetzt mit einen Zusammenhalt der Religion und in unserer Gesellschaft zu leisten? Ich brauche nur einen Schritt oder mindestens drei Schritte. Der erste Schritt ist, dass wir in unserer Gesellschaft einen Neutralisierungsprozess brauchen. Neutralisierungsprozess bedeutet, dass wir zum einen aufhören mit der Spezialisierung des Islam und Muslim. Seit 2001, mindestens das vorher gab es auch, aber werden Muslime als Sonderfall, als Besonderheit. Im Klassenzimmer, ich habe viel mit den Lehrern gearbeitet, wenn die Lehrer eine Gruppe von Muslimen haben, hast du Muslime in deiner Gruppe, dann musst du entweder Islamwissenschaft studieren oder mindestens ein paar interkulturelle Kompetenzen.
Weiß man, was kulturelle Kompetenzen sind? Nee, man weiß, ich habe das auch ein paar Mal unterrichtet, ohne zu wissen, was das bedeutet. Aber das war nicht du musst unbedingt die Lehrer, ich habe das auch in Wien unglaublich unterrichtet. Wir haben interkulturelle Kompetenzen und die Lehrer sind überfordert, wir haben muslimische Schüler. Ja, muslimische Schüler sind Schüler. Vor allem. Und am Ende des Tages. Und Muslime haben keine Besonderheit, dass man kein Schweinfleisch isst und kein Wein trinkt. Das macht keine Besonderheit. Es gibt auch Menschen hier, jeder hat seine Besonderheit. Jeder, es gibt auch Veganer, es gibt andere. Und jeder hat eine Besonderheit. Deshalb ist dieser, ich rufe zu der Normalisierung der anderen. Der Muslim. Muslime sind Bürger hier, sind Menschen, die haben Angst. Nicht nur Muslime und muslimische Familien haben Angst auf ihre Töchter und ihre Kinder. Ich habe meine Freunde, die nicht Muslime, die haben auch Angst um ihre Bildung der Kinder, um die Zukunft. Wenn wir die Gemeinsamkeiten sehen, sehen wir, dass wir alle die gleichen Sorgen, die gleichen Probleme haben und wir haben auch die gleichen Herausforderungen. Und dass man nur aus dieser Ecke, dass man ein Problemfall ist, ist für sich ein Problem. Ich rede jetzt über Muslime. Um eine Möglichkeit, sich zu integrieren in eine Gesellschaft, und dann stellt sich die Frage der Identität. Weil man möchte gerne, wie ich vorhin erwähnt, Muslim sein und seine Identität aufbewahren, aber gleichzeitig sich beteiligen zu diesem Zusammenhalt und die Werte der Gesellschaft verteidigen. Der berühmte Professor für islamisches Recht an der Universität Emory in Amerika, Abdullah Ahmed al-Naim, plädiert dafür, Muslime das Konzept der Imagined Community zu benutzen, von Benedict Anderson, entwickelt 1984. Diese imaginäre Community oder gedachte Community ist ein Konzept, wo Menschen eigentlich, jeder von uns, sagt auch Benedict Anderson, jeder von uns hat einen Zusammenhang und gehört zu einer bestimmten Community. Jeder von uns kann sich mit einer Community zusammenbinden, die auch nicht existiert, aber mit der existierenden Community, mit der Mehrheit, hat man Möglichkeiten zu teilen, hat man Interessen. Und das ist die Community der Interessen, in der wir leben. Und diese Community existierte in der Geschichte, in der islamischen Geschichte. Wissen wir, dass Muslime, Juden und Christen und andere Menschen überall, mindestens in der islamischen Welt, gelebt haben. Und in Krisenzeiten, bei Armut, bei Naturkatastrophen und Krieg und, haben sich gegenseitig geholfen, ohne zu fragen, wo die Grenze der Religion steht. Und das brauchen wir in unserer Gesellschaft, dass aus Muslimen können auch ihre Identität mit anderen Muslimen teilen, aber dass die religiöse Freiheit und die Besonderheit, die uns, die der religiösen Freiheit in Europa ist, die Kollegin hat vorhin darüber gesprochen, die Angst und die Gefahr besteht darin, ich bin auch ein klarer Bekenner von dieser Theorie von Communities, wenn wir die religiöse Freiheit nutzen und wir eine Moschee bauen, und das sage ich auch meinen Studenten, ich sage meinen Studenten, gehen Sie bitte nicht und kaufen nicht immer bei dem Laden neben der Moschee. Und ich kriege manchmal Kritik von Menschen. Weil sie wissen, manchmal religiöse Freiheit erlaubt uns Muslime, eine kleine Moschee zu bauen. Da kommt jemand und baut neben der Moschee kommt ein Gemüseladen. Das ist gut. Und kommt der Nächste und das ist super. Da gibt es einen Austausch, da kommen andere Menschen und kaufen dort beim Türkenladen und Arabenladen und das Blumenfladenbrot und. Das Problem steht darin, wenn Muslime nur dort sich aufhalten, nur Leute aus dieser Gruppe kennen, und wie kommt man zu der Gesellschaft? Wie kann man Jobs bekommen? Wie findet dieser Austausch? Das heißt, die religiöse Freiheit kann auch zu einer sozialen Spaltung führen. Und was ich sage über Muslime, kann auch bei anderen Gruppen genauso passieren. Wenn man denkt, die religiöse Freiheit erlaubt mir weiter, mich einzumischen und auch meine Gewerkschaft der hilft mir und meine Leute helfen mir, aber ich will bei der Arbeit, ich verteidige nur das Recht von Muslimen, um einen Gebetsraum auf der Arbeit zu bekommen. Nein, Muslime sind gefordert, und hier rede ich über als Moslem, Muslime müssen, sollen sich für die Probleme der Gesellschaft sich einsetzen.
muslimische Studenten und muslimische Schwule, letztes Jahr hatten wir, nee, zwar Februar dieses Jahr, eine Workshop mit den Gewerkschaften in Deutschland. Wurden zwei Fragen gestellt. Dürfen Muslime sich engagieren in Gewerkschaften? Und aus der anderen Seite, können Muslime beitragen? Ja, auf jeden Fall, Muslime müssten, das ist eine religiöse Pflicht, sich für die Gesellschaft, in der sie leben, und sich zu engagieren und dafür auch sich einzusetzen. Ich glaube, die Zeit ist um. Ich würde jetzt nur mein Gespräch mit dem Fazit beenden und ein Zitat von Charles Taylor geben. Charles Taylor sagt, A modern democratic state demands a people with a strong collective identity. Eine demokratische Staat braucht Menschen, die richtig gemeinsam leben. Democracy obliges us to show much more solidarity and much more commitment to one another in our joint political project than was demanded by the hierarchical and authoritarian societies yesterday. Zusammengefasst, man braucht die Demokratie und die Pluralität und unsere Gesellschaft braucht von uns mehr Verständnis füreinander, aber es ist eine Pflicht, sich füreinander einzusetzen, und das ist jetzt die Stunde, wo wir alle gemeinsam unseren Zusammenhalt stärken. Vielen Dank.